Hallo Freunde der Außenwelt und willkommen zurück zu einer neuen Folge TARDISCRAFT. Ja, ich werde ab diesem Moment, wo ihr das Video hier seht, die alte Folge TARDISCRAFT runternehmen und mache daraus eine XXL-Folge. Das heißt, die alte Folge existiert nicht mehr, also so gesehen. Ihr könnt es euch noch anschauen über meinen Discord, aber sonst nicht mehr. Ich möchte nämlich jetzt alle auf den gleichen Stand bringen. Genau. Erstmal willkommen bei TARDISCRAFT. Das ist die Welt hier. Und in dieser Welt habe ich eine eigene TARDIS gebaut, wie man dafür schon unschwer erkennen kann. Ja, was kann diese TARDIS? Eigentlich fast alles, was ihr euch vorstellen könnt, bis auf Zwischendimensionen reisen, weil das aufgrund mit Armorsenden nicht geht. Aber naja. Genau. Ja, was ihr alles kann, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und ihr könnt euch das sogar downloaden. Ich habe sogar auf Planet Minecraft hochgeladen. Das heißt, jeder Vollidiot kann sie jetzt dort finden. ach ja, und selbst die Leute, die gleich nichts verstehen werden, ich spreche jetzt zwar keine Namen an, wie zum Beispiel Gamer the Crow oder so. Nein, tue ich nicht. Ja, für die Leute gibt es eine kleine Mini-Erklärung. Auch für Dumme. Ich labere jetzt aber nicht mehr so viel. Und zwar, ihr seht hier, ist die TARDIS. Ja, jetzt fragt ihr euch ja, okay, gut, sind einfach nur ein paar Blöcke. Die Tür geht ja nicht auf. Wieso geht die Tür nicht auf? Steht doch in einem Block. Ja, ganz einfache Sache, Leute. Das sind keine normalen Blöcke. Das sind nämlich Entitäten, sagen wir mal so. Damit habe ich nämlich das Exterior, auch sogenanntes Aussehen, erstellt. Wenn wir jetzt einfach mal auf sie zulaufen, dann seht ihr schon, boah, sind wir drin. Ziemlich smoother Übergang, finde ich. Sorry, falls jetzt ein bisschen ruckelt. Kann sein, dass das Aufnahmeprogramm sich so denkt, fick dich, ich mach das nicht so flüssig. Ja. Hier drinnen, seht ihr schon, haben wir ein paar viele Sachen, die wir machen können. Und wenn wir uns mal umdrehen, seht ihr hier sogar ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Informationsboard. Hier seht ihr zum Beispiel gerade den Status der Türen, die sind gerade geöffnet. Heads, komme ich gleich zu. Ist eine Gefahr außen? Nein, ist sie nicht. Der momentane Modus ist, wir sind gelandet, also stehen. Die Lichter sind an. Ja, stimmt. Luftblase ist aus. Die visuelle Blase ist auch aus. Erkläre ich gleich auch noch. Und das momentane Thema ist rot. Erkennt man auch unschwer, ne? Genau. Ja, wir haben hier ganz viele Buttons und da ganz viele Buttons. Und ich denke mal, wir fangen eigentlich mal mit dem Hauptteil einer TARDIS an. Eine TARDIS ist ja bekannt dafür, dass man mit ihr zwischen ja, Positionen hin und her reisen kann. Wenn wir mit einer TARDIS reisen, können wir entweder hier die Koordinatenreisen benutzen. Das heißt, wir bewegen unsere TARDIS entlang der Koordinaten. Oder wir benutzen Wegpunkte, die man sich vorher einspeichert. Oder wir benutzen die Handbrake. Also auch Handbremse für die TARDIS. Genau. Ja, ganz das Normalste der Welt ist eigentlich eher das Flight Panel. Wenn wir mit das anklicken, seht ihr schon, sind wir jetzt, sage ich mal, die TARDIS und können sie jetzt wirklich dorthin bewegen, wo wir wollen. Also, stellen wir uns einfach mal hier unten zu dem Eisengebirge hin. Begrüßen wir mal die Villager ein bisschen hier. Und ganz perfekt parken. Perfekt. Und geparkt. Und schon seht ihr, sind wir wieder hier. Und wenn wir jetzt rausgehen, seht ihr, wir sind jetzt tatsächlich auch hier. Ne? Moin. Genau, soweit zum Flight Panel. Als nächstes können wir mal ganz kurz hier den Knopf suchen für Ask for Entities. Jetzt fragt ihr euch, okay, auf Englisch heißt das frei nach Entitäten. Wenn ich den jetzt drücke, dann sagt die TARDIS: Cow, Sheep, Villager, Villager, Farmer, Iron Golem, Villager, 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 Armor Stand in TARDIS Area. Was dieser Knopf macht, ist, er sagt euch, welche Entitäten draußen auf euch warten.
Unter anderem eine Kuh, ein Schaf, die Villager, ein Farmer, ein Eisengolem und noch mehr Villager. So wisst ihr immer genau Bescheid, was da draußen auf euch wartet. Oder zum Beispiel, ihr reist jetzt gerade durch ein paar Koordinaten, landet und plötzlich seid ihr in einem Dorf. Ihr würdet es nicht wissen. Könnt ihr immer jederzeit nach einem Schritt mal fragen. Und wenn ihr den Villager wisst ihr, oh, wir könnten ja bei dem Dorf sein. Dann haben wir die Handbrake und ich muss euch vorwarnen, ich habe auch Custom Sounds eingebaut. Also, naja, nicht Custom, ne? Ist ja alles Vanilla Minecraft hier. Das heißt, ich habe Sounds von Minecraft genommen und halt per Pitch verändert und so weiter. Wir können jetzt nämlich auch mit der TARDIS hier abheben. Also sprich, in den Vortex springen. Und ihr seht, hier in der Mitte ist ein sogenannter Zeitrotor. Das ist einfach ein Ding, was sich dreht, wenn man durch Raum und Zeit fliegt. Ist in der Serie einfach so. Und hier oben ist irgendein drehendes Ding, was ich dann einfach da dran gebaut habe. Sieht ziemlich geil aus, finde ich. Genau, wenn wir fliegen, kommen hier ein paar Partikel. Wie ihr seht. Ja, mehr sieht man hier drin auch nicht. Wenn man jetzt rausgehen möchte, kann ich euch mal kurz zeigen, wird nicht funktionieren. Erstens sagt das Schild jetzt nämlich Current Mode in Flight. Und es geht nicht. Denn, wie gesagt, wir sind ja jetzt im Zeitvortex. Gut, dann landen wir mal wieder. So, kurz warten. Und jetzt sind wir immer noch an derselben Stelle, denn wir haben ja keine Koordinaten ausgewählt. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier. Genau. Lass da mal kurz den Schlüssel nehmen und die TARDIS mal kurz zu uns in die TARDIS holen. Das ist jetzt ein bisschen cursed, aber ja. So, jetzt steht sie nämlich hier. Dann zeige ich euch nämlich mal, wie das aussieht, wenn ihr die Handbrake betätigt. Da ist sie. Handbrake aktivieren. Und jetzt steht hier Vortex-Anomalie. Das ist dann einfach so Energie, die entsteht, wenn ihr mit einer TARDIS in den Vortex springt. So genannt auch Raum- und Zeitenergie. Und dann können wir mal wieder landen. Habt ihr gehört? Kurze Explosion und ein bisschen Gegrummel, was da noch im Nachhinein entsteht. Genau. Dann kann ich jetzt auch gleich mal kurz die Waypoints hier zeigen. Wir haben zum Beispiel jetzt Village, Cave und zwei Leere. Village ist da, wo wir gerade waren. Und dann haben wir einmal Cave, das heißt Höhle. Und wir gehen da mal hin. Blip, weg ist er. Lass uns mal rausgehen. Ja, jetzt sind wir nämlich in einer Höhle. Eine sehr schöne, finde ich. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Ja, lass uns wieder reingehen. Und jetzt kommt nämlich die Air-Bubble bzw. visuelle Bubble in Vorschein. Mit der Vision-Bubble oder visuelle Bubble könnt ihr ein Kraftfeld um die TARDIS herum erzeugen, welches euch die Möglichkeit gibt, im Dunkeln zu sehen. Auch Night Vision genannt. Wenn wir die jetzt aktivieren, sagt der Vision Bubble on. Und jetzt sagt er hier auch Vision Bubble yes. Und wenn ihr jetzt rausgeht, seht ihr, seht alles. Oh, das ist sogar ein Creeper. Hallo. Aber das habt ihr nur im 10 Blöcke Entfernung. Also wenn ich jetzt aus dem Gebiet hier rausgehe, dann geht das nämlich auch langsam runter. Ah ja, hi Creeper. Ich gehe mal, ne? Tschüss. Und da habt ihr gerade auch schon was gehört. Ein kleines Ringen. Denn wir haben ja auch noch die Sache Danger Outside, none. Also Gefahr draußen, nö. Das können wir hier deaktivieren mit der Cloisterbell, also auch Klosterglocke. Die warnen nämlich vor Gefahren, zum Beispiel auch Gefahren im Universum, falls gerade irgendein Event stattfindet oder so in der Serie. Ihr habt gerade gemerkt, der Creeper kam auf uns zu und es hat Alarm gemacht. Wenn ich jetzt kurz rausgehe, das heißt, jetzt sollte kein Creeper hier sein. Nee, weil wir nämlich das Problem haben in der 1.18, die Spawn Entities, wenn ihr nicht da seid. Ja, wie demonstriere das am besten? Wir holen uns mal wieder rein hier. Machen mal kurz die visuelle Bubble aus. Wir wollen ja hier drin keine Night Vision haben. Gehen in Creative. Und wir stellen uns jetzt mal vor, wir landen irgendwo in einer Version und dann die spawnen die Entities nicht sofort. Das heißt, es spawnen plötzlich ein Creeper. Und jetzt hört ihr hier so ein schrilles Piepen oder Glocken. Und jetzt könnt ihr mal auf das Schild gucken, da steht hier sogar Danger Outside Creeper. Oh oh. Ja, ihr solltet jetzt lieber nicht rausgehen, weil ihr sonst lauft dem Creeper mitten in die Arme und dann macht er Bumm und dann seid ihr tot.
scheißt, nicht rausgehen. Wenn ich das Ding jetzt auch auf die Nerven geht und ihr denkt, ach, das brauchen wir nicht, schaltet ihr das Ding einfach auf stumm und dann steht da auch muted. Kann er euch, kann keine Auskunft geben, was da draußen gerade für eine Gefahr ist und ob oder da überhaupt eine ist. Genau. Lass uns mal kurz den Crepper hier töten. Süße. Hallo? Sag mal. Denkst du, der bist der Klügste hier oder was? Ah ja, genau. Jetzt sagt er wieder Danger Outside None. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, ihr macht hier dieses Koordinatenreisen, was ich euch gleich zeige. Und oh Schreck, ihr seid mitten in einem Lavasee geraten. Jetzt hört ihr schon, das Telefon klingelt wieder. Jetzt mal hier gucken. Danger Outside Lava. Oh oh. Ja, ihr solltet jetzt nicht rausgehen, ansonsten fallt ihr direkt in die Lava rein und verbrennt. Das ist natürlich auch nicht so schön. Genau. Könnt ihr auch wieder hier ausschalten, wenn ihr wollt. Aber naja. Um der Gefahr zu entgehen, benutze ich jetzt mal dieses Koordinatenreisen. Okay, nee, das ist gerade etwas nervig. Wenn wir das bitte mal ausstellen könnten, das wäre sehr nett. So, das Koordinatenreisen funktioniert wie folgt. Ihr habt hier ein Schild, auf dem steht zum Beispiel jetzt 1, Y und Plus. Die 1 ist in dem Fall die Schritte an Blöcken, die ihr geht. Y ist die Achse und Plus ist, ob ihr hoch oder runter geht. Beziehungsweise, ja, in Plus- oder Minusrichtung. Wenn ich jetzt also mal an dem Step-Slider, der auch gelb gekennzeichnet ist, so wie die 1 da, ein bisschen was erstelle, seht ihr schon? Da, das erweitert sich immer so ein bisschen. Dann hier beim Roten seht ihr, die Achse ändert sich. Und hier, wenn ich da drauf drücke, seht ihr, ändert sich das Plus und Minus. Sagen wir mal, wir reisen jetzt auf einen Block auf der Y-Achse bitte in Plusrichtung, also nach oben. Machen wir mal. Und habt ihr schon gesehen, der hat sich ein Block angehoben. Das gleiche kann ich nochmal machen. Jetzt sind noch ein Block hoch. Wenn ich jetzt zu Minus gehe, geht es genau andersherum. Ja. Wenn wir jetzt einfach mal 10 gehen, ich glaube, das Ding wird dann einfach direkt nach oben fliegen. Seht ihr? Ist weg. Naja, nicht weg. Es ist einfach nur hier oben, wo immer. Achso, nee, ist nach unten geflogen. 10 Blöcke minus. Da ist sie. Schaut an. Da steht sie. Mitten in der Command-Technik, an die ich gleich nochmal eingehen werde. Lass uns mal wieder hochholen. Genau. Machen nochmal hoch. Jetzt ist sie oben. Da seht ihr sie. Und endlich. Und jetzt zeige ich euch, es geht natürlich auch noch in die anderen Achsen. Also gehen wir jetzt mal auf der Z-Achse plus 10. Jetzt steht sie da, gehe wieder runter, hoch, gehe jetzt minus 10, ist sie wieder da hinten. Genauso geht es auch noch für die X-Achse. So funktioniert das, das ist eigentlich relativ simpel, muss ich schon sagen. Naja, es scheint simpel, da man hier nur ein paar Knöpfe drückt, aber ihr werdet gleich sehen, das war mehr, sehr viel mehr Arbeit, als ihr euch in euren Träumen träumen wollt. Keine Ahnung. Denn man kann das Licht auch noch an- und ausschalten. Wenn ihr einfach mal Bock habt, dass es hier drin dunkel sein soll, dann macht ihr einfach Licht an- und aus. Und das Schöne ist, ihr könnt damit schöne Melodien erzeugen. Ja. Wunderschön, ne? Genau. Dann haben wir hier drüben, Theme kommen wir gleich zu, zum Hamm. Das Hamm ist, so eine Art Motorgeräusch, was die TARDIS von sich gibt, wenn man in ihr drin steht. Also einfach wie so ein bisschen Atmosphäre. Ist in der Serie auch so. Wenn wir das aktivieren, sagt er jetzt Z-Ham to Default. Und ihr hört so ein leichtes, ja, Geräusch. Ich hoffe, man hört das. Jetzt mach ich mal ganz kurz euch ein bisschen lauter. Nur für jetzt. Genau. Und davon gibt es halt drei verschiedene Sachen. Aber ich zeige euch das jetzt nicht alles, denn ich will jetzt das Video nicht unnötig in Länge ziehen. Und hier könnt ihr euch das auch noch selber anhören. Also. Ganz schnell aus. Genau. Dann als nächstes würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Exterior.
Das Exterior habe ich schon gesagt, das ist das Aussehen. Und momentan steht es auf Default, also auf Normal. So das Classic-Modell. Wenn wir jetzt ein zweites switchen, steht es jetzt auf Ofen zum Beispiel. Und auf Ofen seht ihr, die Tal ist tatsächlich ein Ofen. Und die funktioniert immer noch. Also man kann immer noch reinlaufen. Noch ein zweiter, das sind wir. Rani. Rani ist ein Exterior aus der Doctor Who-Serie. Es ist eigentlich so eine Art Steingebilde. Bisschen älter. Aber kann man immer noch gut nachbauen. Als nächstes kommt eine Crafting Table. Ich meine, wieso nicht, ne? Kann man sehr gut in eurem Haus tarnen, finde ich. Ah, geht's weiter mit der TT-Kapsel. Ist auch wieder ein Exterior aus der Doctor Who-Serie. So sieht die TARDIS ungefähr vorher aus, bevor man sie überhaupt das erste Mal benutzt hat. Hier jetzt natürlich in eckig, normalerweise sind sie so rund, aber naja. Andere Leute sagen, es ist ein Kühlschrank. Kann auch sein. Je nachdem, wie man es haben möchte. Ja, und dann kommen wir natürlich nur zu zwei Exteriors, die in Minecraft gar nicht wegzudenken sind. So, einmal das Nether-Portal und da seht ihr, da ist tatsächlich ein Nether-Portal. Das kann man richtig gut tarnen, finde ich. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr das bis jetzt, wie ihr das Video bis hierhin findet und ob diese Welt was für euch wäre. Und natürlich das Endportal. Leider kann man hier diese Portaleffekte nicht einbauen. Aber manchmal muss man auch Opfer bringen. Dann haben wir noch den automatischen Modus. Und jetzt sagt ihr, ist ja unsichtbar, funktioniert ja gar nicht. Aha, doch, es funktioniert, passt mal auf. Wir gehen mal ganz kurz zurück zu unserem Dorf hier. Und gehen mal raus und ihr werdet gleich was sehen, wenn wir rausgehen. Haben wir gerade irgendwas an? Nein, gut. Nanu, wo ist denn die TARDIS? Ja, Leute, wo könnte sie sein? Diese Blume war doch vorher noch nicht da. Oder etwa doch? Nein, es ist die TARDIS, Leute. Ah, das ist immer so schön. Der automatische Modus ist so gesehen ein Modus, wo sich die TARDIS, sag ich mal, selber aussucht, wie sie aussehen soll. Ja, lauf mal schön weiter. Denn sie passt sich so gesehen an die Umwelt an, beziehungsweise an ihre Umgebung. Jetzt sind wir gerade auf Gras und deswegen ist er einfach eine Blume. Wenn ich sie mal hier rüber hole, einfach mal ganz random hier auf Kobbel, seht ihr, ist eine Fackel. Cool, ne? Genau. Ihr seht, jetzt sind wir gerade die Blume und wenn wir jetzt mal zufälligerweise in der Wüste vorbeikommen und in der Wüste landen, seht ihr, wird sie einfach zum Kaktus. So, perfekt positionieren. Dann habt ihr, seid ihr einfach ein Kaktus in der Wüste. Und niemand würde vermuten, dass das kein Kaktus ist, sondern ein TARDIS, oder? Weiter dann in einem anderen Biom, seid ihr hier toten Busch auf roten Sand. Dann seid ihr jetzt zum Beispiel hier ein Dorf, irgendwie in einem Haus, seid ihr im Bücherregal. Seid ihr die Blume, die Fackel. Wenn ihr jetzt auf einer Half-Slap landet von so Stein, werdet ihr zu diesem Grindstone. Dann auf dem Festen zum Stonecutter und auf Endstone natürlich zum Endportal Frame. Wieso auch nicht, ne? Wenn ihr im End seid, dann ist das wohl ein bisschen unauffälliger. Es ist noch nicht so viel drin, zeige ich euch aber gleich, wo ihr das alles einsehen könnt, was ihr überhaupt werden könnt und was nicht. Gehen wir weiter. Mal den Vortex erst angucken oder erst Heads? Ich würde sagen, wir machen erst Heads. Ich aktiviere das mal, beziehungsweise. Ja, doch, ich aktiviere das mal eben. Jetzt ist es an. Dann steht auch sogar hier vorne drauf, dass es an ist. Heads on. Und jetzt fragt ihr euch, okay, hat sich irgendwas geändert? Nee. Was dann eigentlich passieren sollte, wäre nämlich das hier. Zack, da ist sie weg. So, das Lustige ist, sie hat sich jetzt um circa, oder in einem 50-Blöcke-Radius verschoben. Und guck mal, da vorne steht sie schon. Fast schon wieder in der nächsten Lava. Sie hat sich jetzt einfach hier hingesetzt und ist einfach ungefähr ein bisschen weg von der Gefahr gegangen. Bei Creepern funktioniert das nicht. Könnte ich theoretisch machen, aber es wäre ein bisschen dumm. Sondern wirklich, wenn ihr auf Lava landet oder so, fliegt irgendwo dahin, wo keine Lava ist, dass ihr da ungestört rauslaufen könnt.
Soviel zum Heads. Die Air Bubble, das ist auch ein interessantes Feature. Lass uns mal kurz dafür in das Flight Panel gehen und einmal, hier war doch irgendwo ein Fluss, meine ich. Da vorne ist einer. Genau, einfach mal ins Wasser rein. Ich meine, wieso nicht? Kann ja auch mal passieren, dass ihr zum Beispiel unter Wasser landet. Ne? Kann immer mal passieren. So, wir machen jetzt mal kurz die Vision Bubble an, dass wir auch was sehen. Und wenn wir jetzt die Air Bubble anmachen, sorgt die dafür, dass wenn wir jetzt rausgehen, dann zufälligerweise im Wasser sind, dass wir dann unter Wasser atmen können. Das heißt, wir haben hier drumherum so eine kleine Luftblase, wo wir dann einfach Luft haben. Ja, mehr macht ihr auch nicht. Hier beides wieder ausmachen. Und ja, genau, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal den Vortex an. Der ist immer noch mein personal favorite, denn es sieht sehr geil aus. Es wird wahrscheinlich jetzt komplett rumlaggen. Tut mir schon mal leid dafür. Aber eigentlich ist es komplett flüssig bei mir. Müsst ihr euch wirklich gut vorstellen. Und das sieht so mega schön aus. Es ist ja gesehen so ein kleiner Einblick, wenn ihr durch Zeit und Raum reist. Kann ich mal zeigen. Dann... Ah, jetzt ist er sogar richtig. Ja, wenn ihr durch Zeit und Raum reist, reist ihr durch einen sogenannten Vortex. Das ist wie so ein Zeittunnel, müsst ihr euch das vorstellen. So habt ihr dann die Möglichkeit, in der Zeit hin zurückzureisen und zwischen Dimensionen und whatever. Ja. Finde ich eigentlich echt schön. So. So viel dazu. Was haben wir noch? Wir haben noch das Theme. Das ist, glaube ich, auch das Letzte, was übrig bleibt, ne? Tatsache. Ja. Ihr seht ja hier Current Theme Red. Und ja, es ist einfach, heißt Red, weil es einfach nur rot ist. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass es mehrere Farben hier gibt. Und in Doctor Who gibt es ja auch so, dass ihr mehrere Interiors habt, sogenannte Innenräume. Ich war jetzt ein bisschen zu faul, jetzt den Raum jedes Mal umzubauen. Deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, okay, replacen wir den Raum. Und wie das aussieht, seht ihr jetzt. Somit habt ihr den Raum jetzt zu einem blauen Thema geändert. Und ja, diese roten Banner sind da immer noch, denn diese sind einfach nur Begrenzungen für den Raum. Die werden später wegkommen, denn es werden hier noch Räume hinterkommen, selbstgebaute, wo ihr dann auch später hin und her switchen könnt, welchen Raum ihr hier haben wollt. Das heißt, die roten Banner werden da nicht immer sein. Genau, das hier ist gerade dieses blaue Interior. Finde ich auch ziemlich schön. Und ihr seht, die Magmenblöcke ändern sich hier oben zu Seelaternen. Und wenn wir mal abheben, seht ihr, auch die bewegen sich. Hier in der Mitte ist jetzt auch eine Seelaterne. Eigentlich ganz schön. Wählen wir das nächste Thema aus. Das ist ein etwas, ja, ihr seht, holzigeres Interior. Steht jetzt auch Current Theme Wood. Und ja, das soll so eine Art Mini-Baum darstellen. Es steht natürlich ein bisschen durch, weil es ja Blätter sind, ne? Ja, alles so aus Holz und so weiter. Und hier abheben könnt ihr auch sehen, drehen sich natürlich auch die Blätter. Genau. Ach ja, ich finde das voll schön irgendwie. Und dann direkt das nächste Thema. Das ist so ein bisschen moderner. Seht ihr ja auch. Current Theme Future. Bisschen sehr weiß gehalten. In der Mitte ist so ein bisschen, ja, mit Amethystblöcken so ein bisschen Kontrast reinzubringen. Blaue Lampen und alles. Wenn wir hier mal abheben, seht ihr auch, die drehen sich natürlich auch mit. Und das Licht könnt ihr auch wirklich in jedem Interior an- ausschalten. Also sprich, ne? Es geht wirklich überall. Dann haben wir noch ein letztes Thema und das ist das Wüstenthema. Und ja, mir gefällt es jetzt nicht so gut, aber es ist in Ordnung. Wir haben jetzt zum Beispiel unten jetzt Goldblöcke und alles. Das erinnert halt wirklich so ein bisschen an so keinen Wüstentempel oder so. Genau. Finde ich eigentlich trotzdem ganz schön. Also ist nicht das Schönste, aber es geht. Gut, wenn wir nochmal drauf drücken, kehren wir zurück zum roten Thema. Gut, dann gibt es ja noch hier ein Doorlock. Doors are not locked, dann steht dann hier auch Doors locked und ihr könnt halt nicht mehr raus und andersherum könnt ihr auch nicht mehr reinkommen. Wagen wir doch mal einen kleinen Blick in die Technik. Hey.
So, also an alle, die unter anderem vielleicht auch Gamer die Crow heißen, ich erkläre das ziemlich simpel. Habe ich ein paar Ebenen aufgeteilt, wie ihr seht. Hier oben die Ebene, die sind so Techniken wie Reisen hin und her, diesen Flugmodus und alles, was mit den Animationen zu tun hat. Also sprich, haben wir zum Beispiel hier hinten in der Ecke dieses ganze Koordinatengedingse. Das heißt, wir haben hier einfach nur Kommandopäckchen überprüfen, welchen ich Aktien ausgewählt habe, Kommandopäckchen überprüfen, welchen Schritt ihr ausgewählt habt, also 1 bis 1000, dann überprüfen, die ob ihr Plus und Minus ausgewählt habt und dann wird einfach nur per Setup befehlen, was sich alles bewegt. Genau. Dann haben wir hier drüben, das sind die Animationsblöcke für den Zeitrotor hier in der Mitte, also das Ding hier. Genau. Mehr müsst ihr dafür eigentlich auch nicht mehr wissen. Wer einen anderen Kommandopäck hat, kann sich das gerne selbst nochmal anschauen. Eine Etage tiefer sind wir nun bei den Aussehen gelandet. Zum Beispiel hier haben wir das Aussehen für die Crafting-Table, hier für den Rani, den Ofen, das klassische und Nether-Portal und alles andere. Es ist eigentlich nichts weiteres als folgende Blöcke, die wir da erzeugen, also ein Block, der nicht fest ist, sondern als Entity angezeigt wird. Das heißt, es ist so gesehen wie, was kann man als Beispiel nehmen, wie so ein Zombie, der hier in der Luft schweben würde. Also es ist ein Entity und ein, ach nee, besseres Beispiel. Es gibt zum Beispiel einen Sandblock. Ich würde jetzt aus dem Steinblock den die Daten von einem Sandblock geben, das heißt, er wird runterfallen, eigentlich. Genau, mehr ist das nicht. Dann haben wir hier noch ein bisschen was mit Sounds, also unter anderem hier diese verschiedenen Hams, die ich eingebaut habe, und halt noch so Sounds, was die Knöpfe und alles betrifft. Ja, so Herz und Dollar und alles. Genau. Und hier drüben könnt ihr jetzt auch erkennen, im automatischen Modus erkennt ihr vielleicht schon ein bisschen wieder, was man auf welchem Block geht. Das könnt ihr dann selber einstellen. Das wäre ja, noch eine Etage tiefer haben wir den Vortex. Das ist dann einfach nur ein schwarzer Raum hier, wo dann später reingespawnt wird. Und dieser Armor Standard dreht sich einfach nur um Tales herum. Damit er hinten diese Ringe erzeugt. Ich kann mal ganz kurz zeigen, wenn ich das einfach nur so anschalte. Das kann ich nichts damit machen. Seht ihr hier, erzeugt er einfach nur ganz auf diese Ringe. Wunderschön. Dann noch eine Etage tiefer. Das seht ihr wahrscheinlich schon, hier geht es um das Thema der Tales, also das Interior. Hier wird immer alles hin und her geswitcht, sei es von Rot zu Grün, zum Holz, zum Future, zur Wüste und wieder zurück. Ja, und in der untersten Ebene kommen dann Entitäten hinzu, also Mobs. Wollt euch jetzt, wie willst du denn bitte einen Custom Mob erstellen? Ganz einfach, wir haben jetzt zum Beispiel einen Dalek Spawn Egg und wenn ich den mal spawne, bitte jetzt nicht lachen, sieht er so aus. Das soll halt wirklich einen Dalek darstellen. Hier ist mal ein Bild von einem normalen Dalek. Und das ist dann, ja, mein Custom Dalek. Wenn wir das mal ausschalten, also den Dalek mal ausschalten hier, dann seht ihr, verschwindet der, aber eigentlich ist hier einfach nur ein unsichtbarer, ja, Husk. Auf dem werden einfach nur ganz viele von diesen sogenannten vor den Blöcken erzeugt. Die sorgen dann dafür, dass er dann halt so aussieht. Dann gibt man ihnen halt noch unterschiedliche Angriffsstärke und so weiter, kann ich euch auch mal zeigen. Komm mal her, umarm mich mal. Genau, 5 Herzen Schaden macht er mit einem Hit, also ich würde mich von dem fernhalten, definitiv. Dann droppt er sogar Mutant Flash. Genau, schalten wir den Dalek aber mal wieder an. Ihr seht, die TARDIS, die ist wirklich ziemlich viel Command-Aufwand und so weiter. Eigentlich diese ganze TARDIS-Dimension ist hier einfach nur in der Oberwelt. An einer bestimmten Position hier, da könnt ihr es von unten sehen. Da hat man einfach immer hin teleportiert, somit ist auch dieser schöne Smooth-Übergang möglich. Das heißt einfach hier raus und wieder rein und wir waren gerade unter Wasser. Cool. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube es nicht. Und falls doch, ladet euch die Welt selber herunter, testet sie aus. Es würde mich freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung für dieses Video hier da lasst und auch auf der Welt, auf Planet Minecraft. Und ja, momentaner Stand ist ungefähr so bei 45%. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen was vor. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch einigermaßen verstanden, was ich hier abgezogen habe. Genießt den Abend noch oder Tag oder Nachmittag. Macht's gut und ciao. Euer Wetgamer.